Einen schönen guten Abend. Ich darf Sie und euch zu Hause recht herzlich begrüßen. Hier aus Maria Sand beginnen wir und begrüßen Gott in unserer Mitte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Eigentlich wollten wir mit diesem Gebet den Inhalt des Weltfriedensgebets in den Fokus rücken. Aber wir haben gespürt, dass die derzeitige Bedrohung andere Inhalte haben sollte. So sind wir nun beieinander, weil wir erschrocken sind über den Angriff auf die Ukraine. Wir machen uns Sorgen über das, was wir in den Nachrichten aus Russland und der Ukraine hören und weil wir mit Sorgen auf die Zukunft blicken. Besonders betroffen sind wir von der Gewalt gegenüber Zivilisten. In all dem fragen wir nach Gott, der das Leben jedes Menschen geschaffen und der in Jesus Christus allen Menschen seine Liebe gezeigt hat. Das Geschehen unserer Tage macht uns Angst und Sorgen. Wir kennen nur einen, der alles, was geschieht, in seinen Händen hält. Ihn, unseren Herrn und Gott, bitten wir um seine Hand. Wir zünden dazu Kerzen an und denken dabei an Jesus, der gesagt hat: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandern in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Gut.
bringe vor dich meine ganze Gewalt. Alles tut das, was mich nennt. Gott ist Glaube, der das Leid derer, die fliehen oder Mächte und Dunkeln vertrieben müssen. Herr, erbarm dich. Gott, du machst dir Sorgen, wohin das passiert. Herr, erbarm dich. Unser Vater, groß und voller Gnade, Vater aller, du hältst Pläne des Friedens und nicht des Leidens. Du verbannst die Kriege und drückst den Stolz der gewalttätigen Nieder. Du hast deinen Sohn Jesus gesandt, den Armen und Fernen Frieden zu verkünden und die Menschen jeder Herkunft in einer einzigen Familie zu formen. Höre den Ruf deiner Söhne und Töchter, die dringende Bitte der ganzen Menschheit. Nie wieder Krieg, eine Spirale der Trauer und Gewalt. Nie mehr dieser Krieg, eine Bedrohung für alle Geschöpfe im Himmel, zu Wasser und zu Land. In Gemeinschaft mit Maria, der Mutter Jesu, bitten wir dich. Sprich zu den Herzen der Verantwortlichen. Halte die Logik der Sache und Verbrechen auf. Gib durch deinen Geist den Antrieb zu neuen Lösungen, zu hochherzigen und ehrenvollen Gesten, zu Räumen des Dialogs und geduldigen Wartens. Die fruchtbarer sind als überstürzte Kriegsfamilie.
gib unserer Zeit die Frage des Friedens. Nimm wieder Glück. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus. Ein helles Licht ist uns gesetzt. Es verträgt die Finsternis und strahlt auf in dunkler Nacht. In Jesus Christus ist das Licht Gottes zu uns auf die Erde gekommen. Er möchte die Dunkelheit durchbrechen und Frieden bringen. Diese Botschaft ist durch und durch auf Frieden und Versöhnung ausgerichtet. Hören wir nun ein paar Ausschnitte aus dieser Botschaft. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Thank you.
mehr Sohn finden, dem zu teilen, der das Gute tut. Ich schreib euch besser schon bei Zeiten und sag euch heute schon endgültig ab. Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten, um zu sehen, dass ich auch zwei Söhne hab. Ich lieb die beiden, das will ich euch sagen. Mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Und die werden keine Waffen tragen. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Ich habe sie die Achtung vor dem Leben, vor jeder Kreatur als höchstem Wert. Ich habe sie Erbarmen und Vergeben und wo immer es ging, lieben gelehrt. Nun werdet ihr sie nicht mit Hass verderben. Kein Ziel und keine Ehre, keine Pflicht.
sind's wert dafür zu töten und zu sterben. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Ganz sicher nicht für euch hab ich als Mutter sie unter Schmerzen auf die Welt gebracht. Nicht für euch und nicht als Kanonenfutter. Nicht für euch hab ich manche Fieber gemacht. Verzweifelt an dem kleinen Bett gestanden und kühlt ein kleines glühendes Gesicht, bis wir in der Schöpfung Ruhe fanden. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Sie werden nicht in Reih und Glied marschieren, nicht durchhalten, nicht kämpfen bis zuletzt. Auf einem gottverlassenen Feld erfrieren, während ihr euch in weiche Kissen setzt. Die Kinder schützen vor allen Gefahren, ist doch meine verdammte Vaterpflicht. Und das heißt auch, sie vor euch zu bewahren. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Fliehen, als dass ihr sie zu euren Knechten macht, er mit ihnen in die Fremde ziehen, in Armut und wie Diebe in der Nacht. Wir haben nur dies eine kurze Leben, ich schwör's und sag's euch gerade ins Gesicht, sie werden es für euren Wahn nicht geben. Nein, meine Söhne geb ich nicht. 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 Wir beten zu Gott für die Verantwortlichen in den Vereinten Nationen und in den kriegsbewegten Ländern. Lassen mit Maßen weiterziehen und uns aus der Welt entziehen oder falsch machen. Wir beten zu Gott für die unschuldigen Opfer, für die, die zwischen die Fronten geraten sind und ihr Zuhause verloren haben, für die Flüchtlinge, die Hungernden, die Kinder, Frauen, Alten und alle Menschen, die ohnmächtig und aufgesetzt sind. Wir beten zu Gott für die, die sich in Terror oder Gewalt verhaftet haben, für die, die durch Lügen und Unfreiheit ihre Bürger verfolgen, für die, denen der Auftrag des Geistlichen in der Verantwortung angekommen ist. Kehre sie um, dass sie aus dem Tod in sich kommen. Lassen
Wir beten zu Gott für die, die nicht in der Lage sind, das Gerade der Gewalt zu durchbrechen. Für alle, die von Unrecht und Machtkalkül gefangen sind. Für alle, die so fanatisiert sind, dass sie weder das Erlebnis noch das Leben anderer setzen. Erlaubte ihnen Kopf und Herz. Zu Gott für alle, die von Nachrichten in Wort und Bild verantwortlich sind. Das sind die Wahrheit, die Rücksetzung, die im ersten Mal und Sensation sind. Wir beten zu Gott um Einsicht in die Zusammenhänge, dass wir mithelfen können, eine eigene Lösung zu finden. Und dass wir Zeichen setzen können für diejenigen, die in der Verantwortung für Entscheidungen stehen. In der Stille können wir alle Einzelnen und Verschiedenen unserer Sorgen vor Gott bringen. Unsere Gedanken, Sorgen und Hoffnungen, die ausgesprochenen und die, die wir noch auf unserem Herzen tragen, bringen wir nun zusammen vor Gott im gemeinsamen Gebet, dem Vater unser. Thank you.
Wir bitten um den Segen Gottes für alle Menschen, die in uns Leben leben, im Krieg zwischen Völkern und Mächten. Wir bitten um den Segen Gottes für alle Menschen, die in uns Leben leben, in der Unzufriedenheit mit sich selbst. Wir bitten um den Segen Gottes für alle Menschen, die sich ums Leben bemühen. In der Politik, in der Gesellschaft, in der Kirche. Wir bitten um den Segen Gottes für uns und die, die mit uns den Frieden suchen. Segne uns, Gott, du Gott des Friedens, der Shalom für alle Menschen gilt. Segne uns, Gott. Jesus Christus, der Frieden gebracht hat, segne uns, Gott. Heiliger Geist, Friedenskraft. Stärke und göttliche Initiative. Segne uns, Gott. Du, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Thank you.
herzliches Danke für allen, die heute mit uns um den Frieden gebeten haben und weiterhin sich mit uns diesen wichtigen Anliegen teilen werden. Geht hin und bleibt im Frieden. Dank sei Gott.